So, lass mal kurz gucken, was der gute Tobi war. Ist das vielleicht sogar jemand bei uns aus der Community? Wir haben doch auch jemanden, der seinen Name so war, oder? Ah, schön. Reingedeift in das Video. Lass mal gucken. Ja, servus. Hier der Tobi nochmal. Ich nehme euch jetzt auf eine kleine Reise mit. Hi, Tobi. Wird jetzt ein bisschen wackelig. Chat, jetzt sag bitte Hallo zu Tobi. Was soll denn das? Was ist hier mit unserem Chat los? Du sagst, wenn schon mal jemand Hallo sagt, sag doch wenigstens Hallo zurück. Wie sieht denn das aus? Hallo? 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 Hallo, Tobi? Naja, siehste. Geht doch. Aber Tobi, 25 Minuten. Was ist denn das eigentlich für ein geiles Porsche-Ding da im Hintergrund? Vielleicht mit der Handykamera gefilmt, aber naja, das sind jetzt meine Möglichkeiten, aber ich möchte euch jetzt so eine Art Vorbeiflug, Überflug, möchte ich meinen Rig euch ein bisschen... Tobi, wenn ich eine Sache kurz mal anmerken dürfte, es tut mir wirklich wahnsinnig leid, ich bin so ein visueller Mensch und ich sehe immer sehr, sehr viel, aber du hättest wenigstens mal deine Decke beim Streichen abkleben können. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn Andreas das sehen wird, also Error 4004, der wird die Krise kriegen, weil der ist nämlich Streichmeister geworden, dieses Jahr. Das ist ein unschlagbarer Streichmeister. Vorstellen, so ganz allgemein. Und dann in den nächsten Wochen werden dann immer wieder so einzelne Videos folgen, wo ich dann einzelne Komponenten davon behandle. Aber heute gibt es erstmal einen Rundumflug. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Und zwar haben wir hier das Erste, was immer beim Rig mit ins Auge springt, ist der Sitz. Oh, der ist so schön, ne? Das ist ein Sitz von RCC. Steht auch drauf, hier. Ne? Man kann sich die, wenn man die bestellt, customizen lassen. Und die gibt es auch in verschiedenen Ausführungen mit verschiedenen Polsterungen. Darauf werde ich aber in dem gesonderten Video eingehen. Ich sage nur Spoiler vorab, er ist sehr bequem. Also ist wirklich ein sehr guter Sitz. Ich bereue den Kauf überhaupt nicht. So, dann gehen wir weiter zu dem nächsten Teil. Das ist sozusagen das Herzstück von jedem Rig. Der Rechner. Ja, kleines bisschen Pausen hier mit dem Aquarium. Ja, Tisch mal kurz auf Zeiten stellen. Ja, ist natürlich jetzt so rein optisch mehr Sein als Schein. Ne? Ich würde, ohne Scheiß, ne? Ich liebe Menschen, die das so trocken runter erzählen, als wenn das nichts ist. Weißt du, andere Leute sitzen davor und denken sich so, boah, ja, das ist jetzt hier mein Rechner und macht so seine Sachen und geht so seinen Gang und naja, du sitzt hier, es ist einfach, es ist da, ne? Fühle ich. Ist halt ein Gehäuse von NZXT. Sieht man hier vielleicht den Schriftzug. Das ist das H9 Elite. Vielleicht wäre rein vom Kühlungseffekt her das, die Flow-Variante besser. Die hat nämlich hier oben keine Glasplatte, sondern hier hat man ein kleines Mesh. Ich hoffe, man sieht das ein bisschen. Ja, so ein kleines bisschen kann man es erkennen. Da geht eben die Abwärme zum größten Teil raus. Das ist nicht viel. Es geht auch ein Teil hier hinten raus. Da hinten ist nämlich auch die ganze Rückwand ist so ein Gitter mit Mesh. Und ja. Beim Flow hat man das halt durchgehend hier oben, da geht dann die Wärme eben von so einem Kühlkörper, wie ich jetzt seit hier habe, von der Wasserkühlung, von der Grafikkarte, geht dann eben besser raus. Und ja, kurzer Überblick, kurze Eckdaten, das ist halt eine 4090 von MSI. Das ist die Supreme Liquid ohne X. X wäre noch ein paar Ecken schneller, aber die reicht auch vollkommen. Als CPU habe ich einen i7-12700K, nicht übertaktet. Eigentlich habe ich überhaupt nichts übertaktet an meinem Rechner. Arbeitsspeicher, ja, auf solche Details gehe ich dann auch in einem gesonderten Video ein. Aber sagen wir es einfach mal so, ja, der Rechner, der hat schon ein paar unter der Haube und ja, leistet mir sehr gute Dienste. Hatte ich zuvor ein Be Quiet Gehäuse, war auch sehr gut von der Kühlung her, aber ich wollte dann was optisch Ansprechendes haben und mir gefällt das. Also, mir gefällt das. Dann, wie heißt immer, je mehr RGB, desto schneller, ne? Ist so. Naja, dann das nächste offensichtliche am Rig ist natürlich der Triple Screen. Ja.
Als Lenkrad habe ich von Grid Engineering das Porsche RSR Replica Wheel. Ja, wer sich in der Materie auskennt, weiß, wie teuer das ist. Darum geht es mir aber überhaupt nicht. Ich finde das Lenkrad einfach nur spitzenklasse und ich weiß, es gibt Anbieter. Okay. Gut. Die bauen das sehr, sehr ähnlich in günstigerer Form, wenn man günstig sagen kann. Das finde ich jetzt auch ein geiler Satz. Darum geht es mir eigentlich auch gar nicht. Aber mir war es das Geld wert. Ich bin auch großer Porsche-Fan. Wer hätte es gedacht? Ja. Wer hätte es gedacht? Ich habe auch ein paar schöne Porsche-Modelle im Regal da hinten, aber das zeige ich euch vielleicht irgendwann später. Angeschlossen ist das Ganze an einer Azatec Invicta Wheelbase. Ja. Hier mit dem Universal QR. Da habe ich die mittlere Länge gewählt, 150 mm. Auch auf solche Details gehe ich dann im separaten Video ein, aber dass ihr es mal gesehen habt. Dann habe ich hier auch von Grid Engineering eine Buttonbox im Porsche GT3 Cup Style. Schön. Ist die gehalten. Bin mir nicht sicher, ich habe da gar nicht so großartig geschaut, wie sehr das dem Original entspricht. Ist mir eigentlich auch relativ wurscht. Wie sympathisch ist Tobi denn? Wie sympathisch ist Tobi? Steht Porsche drauf, ich kauf. Fertig. Weil mir ging es eigentlich nur darum, dass ich eine Buttonbox habe, wo ich dann so Sachen, die du im Rennen eigentlich bloß einmal brauchst, wie Zündung und Starten, die ich dann einfach da an der Seite habe, gut erreichbar, aber eben auch nicht so, dass man aus Versehen während dem Rennen drankommt und dass man auch, wenn man ein Lenkrad hat mit weniger Eingabemöglichkeiten, dann nicht irgendwie ins Rudern kommt oder auf die Tastatur zugreifen muss. Dann das nächste, was man gleich auch sehen kann, ein Shifter und eine Handbremse von The Magic. Handbremse ist eine Low-Cell-Bremse. Ob man das bei einer Handbremse braucht, ist wieder was anderes, aber... Tobi! Aber hier müssen noch Deckel drauf. Lass das bloß nicht Stuhlsen sehen. Der wird richtig sauer, wenn da keine Deckel... Ich muss halt auch sagen, die hat tatsächlich so ein progressives Gefühl. Ja, und die habe ich auch so eingestellt, dass die zumindest bis zu einem gewissen Punkt dann geht. Ich glaube, rein vom Gefühl her ist hier dann 100%. Das würde auch noch weitergehen. Da muss man aber schon kräftig ziehen. So ist es halt für mich genau richtig. Und je nachdem, was ich da fahre, stelle ich die auch anders ein. Gehe ich aber auch im separaten Video drauf ein. Dann den Shifter, den kennen viele wahrscheinlich auch schon. Das ist der, wie heißt der? DS8X. Schöner Shifter. Und der hat eben quasi in Konkurrenz zu dem Fanatec Shifter, hat der die Möglichkeit, als H-Shifter und als sequenzieller Shifter zu dienen. Schöner Shifter. Jetzt im Moment ist er im sequenziellen Modus. Da funktioniert er sehr gut, also beim Rallye-Fahren das Hochschalten hier so bupp, bupp, einfach durchreißen und beim Runterschalten einfach bloß so anschubsen. Man hört es, es ist sehr geräuschvoll, aber wenn man muss... Ja, das another way set sagt sich so geräuschvoll süß. Benutzt mich mal. Kann man da einfach so schnell dagegen hämmern. Und zwischendrin dann, wenn man jetzt halt kurz vor einer Kurve nochmal hochschaltet oder ja, eigentlich eher runterschaltet, einfach bloß schnell vom Lenkrad runter, zack, und weiter geht's. Das ist ja nämlich wichtig beim Rallye-Fahren, dass man da die Hände auch immer möglichst am Wheel hat. Und dann kann man natürlich auch umschalten. Das ist interessant für klassische Fahrzeuge, die mit H-Schaltern gefahren werden, auch teilweise in der Rallye, aber da wird es dann schon, das muss man dann drauf haben, aber haut auch wunderbar hin. Funktioniert echt super, also gibt es gar keine Probleme. Hier hat man so einen Ring unten dran, den man zieht, dass man in Rückwärtsgang kommt, beziehungsweise siebter, achter Gang. Aber auf solche Details gehe ich dann auch noch ein, genauso wie hier Einstellschraube, um den Widerstand zu erhöhen. Das sind alles so Details, die werde ich dann noch nennen. Hier Tobi hat übrigens seine Kabel alle beschriftet, die an den PC gehen. Tobi ist ein guter. Nur am Rande ist eine Razer Maus, irgendwie Death Adder V2 oder so, keine Ahnung, wie die heißt.
Oh. Ich möchte prognostizieren, dass dieser Kanal irgendwann von mehreren Menschen geschaut wird als jetzt. Funkmaus ist recht gut. Hält vielleicht vom Akku her nicht so lang wie andere, aber ich finde, die ist von den Klicks her und so ist die super. Und auch das Mausrad ist super. Dann hat man auch schon gesehen, hier diese Flag, diese LED-Flags, die sind von Denso vom Simrace Shop. Sind eigentlich von Evil Racing, aber er hat sie sich halt branden lassen. Wie man sieht, läuft da eine Schrift durch. Habe ich halt so eingestellt bei SimHub. Wenn keine Simulation läuft, soll das einfach durchlaufen. Ist auch nur ein Gimmick. In den Simulationen ist es aber tatsächlich sehr nützlich. Man kann sich dann auch anzeigen lassen, ob man A in der Boxengasse ist. Da sieht man dann hier dann zum Beispiel Pit. Und B kann man sich auch anzeigen lassen, ob der Pit Limiter aktiviert ist. Das sieht man dann in meinem Fall da drüben. Ist auch sehr nützlich, weil ab und zu ist man sich vielleicht nicht ganz sicher, hat man die Taste richtig gedrückt. Gut, bei dem Lenkrad sehe ich es normalerweise auch im Dash. So ein Dann sehe schönes ich das auch Lenkrad. sofort. Ist es dann eher redundant, aber ich muss ehrlich sagen, so für die Immersion sind die Flags ganz lustig. Also auf jeden Fall ist das jetzt soweit hier die Peripherie, die mit den Armen zu erreichen ist. Dann natürlich auch ein wichtiges Element sind die Pedale. Da ist ein Buttkicker Das dran. sind die Asetek Invicta-Pedale, wie das kundige Auge sieht. Nicht gänzlich im Originalzustand und es sind auch nicht die normalen, sondern es sind die S-Varianten, andere Pedalplatten und so weiter. Aber das sind auch die Details, die dann in dem separaten Video kommen. Man Hätte ich sieht auch auch gern. hier, ja, so eine improvisierte Halterung für einen Buttkicker. Ist jetzt auch nichts für die Ewigkeit, habe ich mal aus. Das ist aber auch wirklich sehr hoch, oder Tobi? Wie sitzt du? Können wir hoffentlich sehen wir Tobi nochmal, weil die Pedale sind halt wirklich ultra hoch. Probiert. Es funktioniert mehr schlecht als recht, aber ja. Oh, ich bin so neidisch auf dich, Tobi, dass du das hier alles hast. Ich bin positiv neidisch auf dich. Ein bisschen haptisches Feedback bekomme ich dadurch schon ab, aber auch das wird im Detail dann im Video geklärt. Dann für alle, die jetzt gleich schon Augenkrebs kriegen wegen dem Kabelsalat. Das liegt alles bewusst so da, weil das Rig steht auf Rollen. Und ich habe das Ganze schon so verkabelt, das kann man auch auf der Rückseite gleich sehen, dass ich da bloß wenige Kabel abziehen muss, um das Rig komplett rausfahren zu können. Und bestimmte Kabel habe ich ja bewusst so liegen gelassen, dass ich die auch dran lassen kann und ein bisschen ja, Zugentlastung sozusagen habe. Also man könnte es schöner verlegen, aber mich stört das da hinten ehrlich gesagt nicht, weil das sehe ich von meiner Position aus gar nicht. Dann gehen wir mal zur Rückseite und auch eine Komponente, die ich noch nicht angesprochen habe, sind diese Oh. Lampen hier. Die sind von Oh. Govi. Nicht von Philips die Hue Lights, sondern von Govi. Günstigere Variante. Aha, die Halterung ist selbst gebaut. Richtig geil. Die sind kameragesteuert. Hier. Das kann ich mal demonstrieren. Ich dunkel die jetzt ab. Jetzt geht das Licht fast weg. Geht ins Rötliche, weil das wahrscheinlich die Hautfarbe erkennt. Okay, Chat. Ich glaube, ich habe eine Spielerei gefunden, die ich interessant finde. Und ja, die kann man verschieden einstellen. Ich könnte sie so einstellen, dass sie einen bestimmten Bildausschnitt überwacht. Tut sie auch. Und ich könnte dann auch einstellen, dass dann. Das Ding ist halt, ich habe das schon mal gesehen bei jemandem, der hat sich aus 70 Zoll Fernsehern drei Hochkant gemacht und eine komplette Videowand und der hatte auch so einen Sensor. Von Govi? Chat, wir müssen mal kurz dann gucken, was das kostet. Weil Eben. Govi ist halt wirklich nicht teuer, ne? Also ein Govi-LED-Strip kostet, glaube ich, 40 Euro oder so. Ich habe ja, da drüben habe ich zwei drinne und ich habe auch hier an der Wand überall Govi-Lights. Das Einzige, was mich halt stört, ich kann es mit Siri nicht steuern. Aber das Zeug ist schon wirklich echt gut. Ja, dass dann auch die Farben angeglichen werden. Das ist schon geil. Das habe ich aber mittlerweile deaktiviert,
weil es mir eher darum geht, dass es hell dunkel wird. Wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich durch einen Tunnel durchfahre oder unter einer Brücke durch oder keine Ahnung, dass einfach so ein bisschen das einfallende Licht ins Cockpit simuliert das wird. Schon dafür schön. Ist das gedacht. Und ja, dann hier auch schon, ja, vierter Monitor. Braucht man nicht unbedingt beim Triple Setup. Erleichtert es mir, aber ihr seht es eh schon, ich habe hier OBS offen. Damit kann man wunderbar aufnehmen. Das ist unglaublich, wie gut das die Software ist. Die macht Capturing während einer laufenden Simulation zum Beispiel, ohne dass man einen merklichen Performanceverlust hat. Also zumindest merke ich da keinen. Und die Qualität ist echt super und ja, super Software. Und dafür bietet sich 90? So ein Monitor an. Nee, ehrlich? 90 Euro? Wow. Wenn ich das nicht offen habe, dann sehe ich da meistens die RaceHub-Software von Azitec. Die werde ich dann auch separat nochmal kurz vorstellen im Video. Und OBS lasse ich da anzeigen, wenn ich zum Beispiel ein Rennen fahre. Der Hirsch spricht natürlich von dem Mann. Habe ich dann meistens ein Dash offen, wo die Strecke zu sehen ist. Also eine Trackmap und mit Position der einzelnen Fahrzeuge. Und dann eine Time-Tabelle, wo ich dann erkennen kann, wie die Zeiten von den Leuten sind. Dann, was ihr dann auch jetzt schon ein paar Mal gesehen habt, bestimmt, das sind die Bezel Free Kits von Asus. Da habe ich, bedingt durch die Größe der Monitore, sind 43 Zoll Monitore, habe ich auf jeder Seite zwei Stücken. Die habe ich dann hier mit einem Trick, den Boosted Media und der Karl Gosling in ihren Videos vorgestellt haben, habe ich die so zurückgebunden, damit dass die nicht so lose da hängen. Funktioniert ganz gut und das sieht man auch nicht wirklich während dem Fahren, das nimmt man immer so wahr. Hey Tobi, ich liebe es, dass du einfach so völlig dröch das Ding runterknatterst. Feier ich so sehr. Und ja, sind sehr praktisch. Und für diese Bezel Free Kits habe ich mir dann in relativ komplizierter Art und Weise aus so Stahlelementen so eine Halterung gebaut. Ja, wie cool. Dass ich da die Klammern dran machen kann, weil diese Monitorform lässt es kaum zu. Mittlerweile habe ich auch einen 3D-Drucker, da könnte ich mir bestimmt was machen. Es klingelt in meinen Ohren. Aber ehrlich gesagt finde ich die gar nicht schlecht, weil die habe ich auch bewusst so gebaut, dass man die ein bisschen einstellen kann. Dass es auch relativ einfach möglich ist, die in der Höhe zu verstellen. Und ja, funktioniert ganz gut. Dann kommen wir noch weiter zur Rückseite. Ja, da habe ich auch nochmal zwei so Stableuchten von Govi. Eher so eine Ambientenbeleuchtung. Dann hier sind die beiden Verstärker von den Buttkickern. Ich habe nämlich noch einen weiteren unten am Sitz dran. Den zeige ich dann aber auch entsprechend im Video, wie ich den befestigt habe und so weiter. Hier habe ich das Netzteil von der Wheelbase. Ist doch ein relativ mächtiges Teil, dieses Netzteil. Das kennen auch Fanatec-User von ihren DDs. Ich glaube, dass das gar nicht so viel anders ist, das Netzteil, ehrlich gesagt. Der ist bei Simocube auch ident. Ja, wurscht. Auch so groß. Kochen alle mit dem gleichen Wasser im Endeffekt. Dann, naja, hier ist ein bisschen Kabelsalat. Ja, gebe ich schon zu. Könnte man auch etwas schöner verlegen, aber gerade bei den HDMI-Kabeln bin ich eher so drauf, dass ich die ein bisschen freilaufen lasse und lieber geschwungen verlege. Keine Knicke reinmachen, weil ja, wegen den Signalen ist schon sehr empfindlich, die Gaudi. Dann ein Trick, den ich mir selber überlegt hatte, aber in Ausführung dann bei Dizzy gesehen habe im Kanal. Ist das wirklich unser Tobi? Das ist wirklich unser Tobi! Das ist wirklich unser Tobi! Ich geh krachen! Wehe, ihr abonniert diesen Kanal nicht. Also vorher auch schon, egal ob das jetzt passiert oder nicht, aber wehe, ihr abonniert da nicht. Haha! Tobi! Ich muss mal diese Lampe ein bisschen wegdrehen, damit die Kamera nicht geblendet wird. Das ist einfach die Steckerleisten so an das Rig zu befestigen. Hier fehlt noch ein Kabelbinder, sehe ich, aber das hebt auch so ganz gut. Da habe ich dann die ganzen Netzstecker angeschlossen von den Verstärkern. Entschuldigung, aber Tobi, das hast du bei mir nicht gesehen, okay?
Die sind angeschraubt. Ist auch eine gute Lösung, aber das hast du so bei mir nicht gesehen, oder? Von wann ist das Video? 9 Tage. Von Wheelbase. Aber es funktioniert trotzdem. Netzteil von den Monitoren. Habe ich früher auch und sogar. So weiter. Ich könnte das alles da einfach ausschalten. Hintergrund ist aber eher der, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich möchte so wenig wie möglich an Kabeln abstecken müssen, um vom Rig wegzukommen, beziehungsweise das Rig wegzubewegen. Und ich möchte auch so wenig wie möglich an Kabeln hier hinten freilaufen lassen haben. Weil wenn man sich das anschaut, was ich alles dort habe am Rig und wie viele Kabel das dann sind. Oh, das ist dann noch human. Es sieht nur unordentlich aus, aber es sind halt wenig Kabel. Das ist human. Und es macht dann insgesamt einen deutlich schlankeren Fuß. Jo. Dann muss ich jetzt hier ein bisschen abtauchen, beziehungsweise ja, da habe ich auch so eine Steckerleiste. Das ist für die Lampen. Dann hier Tastaturablage, so ganz nebenbei erwähnt. Das ist die Swivel Trail oder wie sich das nennt, oder Swivel Trail. Tobi, Mann, ich bin so verliebt in dich. Ich liebe solche Menschen, Alter. Ja, oh, du Swivel Divel oder wie auch immer man dieses Ding nennt. Ist, sucht halt selber, wenn ihr das haben wollt. Ich meine das wirklich überhaupt nicht böse. Ich feiere das wirklich so sehr, wenn Leute das so machen, so völlig gleichgültig und das ist es. Da lebst du mit und dann ist gut. Von Track Racer. Das ganze Rig ist im Übrigen von Track Racer, habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt. Das TR160 MK4, so rum heißt. Hier als Tastatur einfach eine Funktastatur von Logitech. Ist jetzt nicht gerade die billigste, aber naja, ich gebe da halt auch gern Geld aus, weil ich weiß, dass sowas länger hält. Logitech ist vielleicht nicht mehr die allerbeste Wahl wegen der Software, die man da offen lassen haben muss, aber von allen Dingen, die ich von Logitech habe, ist die Tastatur wirklich das Beste und Unproblematischste. Dann dieses Tray. Naja, zweischneidig, ich bin damit nicht mehr so glücklich, da wäre ich aber auch auf das Ganze näher eingehen, wenn ich dann das Rig eingehender behandle. Dann, ja, man sieht es vielleicht auch da schon, ich habe da unten einfach eine LED-Lichtleiste angebracht, die ich übrig hatte. Das werde ich dann auch im Video erklären, wo ich sie hier hatte. Vielleicht auch noch kurz erwähnt, ich habe hier Pedalschienen, also ich kann die Pedale auch verschieben und da gleich vorweg, die sind anders als die Sitzschienen, die sind nicht so leichtläufig, die gehen nicht so leicht, haben dann aber auch den Vorteil, und das wird der Hintergrund sein, dass die eigentlich kein Spiel haben. Also da rührt sich nach wie vor nichts. Okay. Wenn man hart in die Bremse reinlatscht, dann hört man schon so eine Art federmäßiges Knarzen und ich glaube, dass das von der Schiene kommt. Und wenn man genauer hinschaut, also ich habe das auch mal mitgefilmt, weil es mich interessiert hat, man sieht, dass das Ganze schon ein bisschen nachgibt, aber meiner Meinung nach merkt man das unterm Fahren nicht. So, der Grund, warum ich jetzt hier hintergekrochen bin, da nochmal eine Steckerleiste. Die ist richtig. Da habe ich diverse andere Peripherien angeschlossen. Dann, man hat es auch schon gesehen, 2 USB-Hubs. Ich sag's dir, wie es ist, ne? Ich schwör's euch, wir machen alle denselben Fehler. Wir stellen die Dinger alle an die Wand, dass wir niemals mehr daran kommen. Und wenn du nicht mehr dran rankommst, du kriegst nach einem halben, dreiviertel Jahr, du kannst da dran sitzen, du hast das einmal zusammengebaut, du fandst es super schön. Und nach einem halben, dreiviertel Jahr kriegst du so einen Kotzreiz, weil dir das alles auf den Sack geht, wie das da aktuell ist, und dann kannst du es nicht mehr umbauen. Bitte tut mir einen Gefallen, damit ihr genau das nicht mehr habt. Weil Tobi war nämlich schlau. Tobi war schlau und hat sich einen Gang gelassen, um da reinzugehen. Und sein Rig steht auf Rollen, dass er es rausziehen kann. Der war richtig klug. Weil das wird uns allen irgendwann passieren, nach einem halben, dreiviertel Jahr, wenn du jeden Tag da drinnen sitzt, sagst du dir, scheiße, ich will jetzt alles neu machen. Ich würde meine ganze Bude auseinanderruppen und würde gerne alles nochmal anders verlegen. Jetzt, aber ich kann es nicht tun. Seid schlau wie Tobi. Tiefe. Empfehle ich jedem dringend.
weil das verkürzt einmal die Wege vom Rig. Da muss man dann nicht 1000 Strippen zum Rechner verlegen. Und wer Bedenken hat, ob das von den Signalen her funktioniert, ja, es funktioniert. Also man sieht, ich habe diesen Hub schon voll und ich habe da keine Probleme. Also es funktioniert alles einwandfrei. Auch von der Leistung her, denke ich, ist es kein Problem. Natürlich, wenn man jetzt 10 Sneaks machen wir gleich, ja, wenn das fertig ist. In Sachen mit Leistungshunger anschließt, also was weiß ich, 5 Dashboards oder so, dann wird es wahrscheinlich eng. Weil, lasst mich nicht lügen, ich glaube, diese zwei bringen jeweils bis zu 36 Watt Leistung über die USB-Anschlüsse. Das ist nicht sonderlich viel, wenn man dann mit vielen Displays arbeitet. Also das sollte man im Hinterkopf behalten, aber für alle normalen Peripherien, also USB-Signal von der Wheelbase, die im Übrigen auch eigenes aktives Hub hat, allerdings mit USB-C, aber trotzdem ganz nützlich. Über die Flags hier und ja, eben das Lenkrad, weil letzten Endes der USB-Anschluss geht dahin und dann geht nochmal ein Anschluss zum Netzteil, das dann da hinten irgendwo verschwindet. Oh, Tobi, das ist richtig. Das ist ein richtiger Fünfer. Ich denke, das gab es zum Lenkrad dazu, aber das ist so geil, weil hier hinter wahrscheinlich, wenn ich mich recht entsinne, noch ein Stromanschluss ist. So ein eigener, oh, das ist geil. Das wünschte ich mir, wäre bei mehreren Lenkrädern dabei und dass wir universell unterwegs wären. Weil dann könnte man sich so eine richtig schöne Sache 3D drucken und dann könnte man die ganzen Anschlüsse da reinmachen und dann kann man da einfach so reingehen und dann einmal Strom drauf. Das wäre so geil. Buttonbox und so weiter, das funktioniert alles wunderbar und wie man sieht, wenn man das einigermaßen ordentlich macht, dann schaut das auch nach was aus. Wie man sieht, den habe ich noch nicht voll geknallt. Aber was nicht wird oder was nicht ist, das kann noch werden. Naja. Und wie man sieht, ich habe da drüben mittlerweile auch 4 Stück dran. Ja, ich glaube, dass ich vorhin HDMI-Kabel dazu gesagt habe. Natürlich sind es Display-Port-Kabel, aber rein von der Technik her oder von den Kabeln her unterscheidet sich das eigentlich kaum. Wie man sieht, ist doch ein bisschen an Kabellage da. Könnte man auch ein bisschen schöner machen. Ja, vielleicht lassen wir da noch was einfallen. Allerdings es ist auch so ein Spagat zwischen, ja, lasst mal den Rechner ein bisschen weiter vorne stehen, damit das seine Abwärme nicht komplett da vorne an sich staut. Das kann ja dann doch da ein bisschen aufsteigen und dann sich verteilen. Naja, sind halt alles so Sachen, die verbessert man so nach und nach dann. Zum Schluss oder fast zum Schluss noch kurz dieser Mikrofonarm. Ich weiß jetzt gerade nicht, Fabrikat ist irgendwie Vijim oder wie sich das nennt. Ich glaube, das ist irgendein chinesischer Hersteller. Ja, das sieht man eh schon. Naja, aber der ist, ich finde, sehr gut. Der ist sehr stabil. Den kann man hier schön festschrauben. Dass der sich auch nicht verdreht. Man sieht es hier, das bleibt eigentlich alles schön in Position. Das Mikrofon habe ich so gemacht, dass ich das ein bisschen verstellen kann. Allerdings nicht so, da muss ich hier alles lösen, aber meistens brauche ich eh bloß hier die Neigung. Das ist gut. Ist im Übrigen eins von Kingston HyperX, das Podcast. Ja, klingt eigentlich ganz ordentlich für den Preis, finde ich. Dann kann ich hier die Schraube einfach öffnen, die ist eh nicht fest. Die läuft dann in so eine Nute rein. Lasse ich deswegen locker, damit ich das hier schwingen kann. Cool. Dann hier so als Gimmick, Deko. Ja. Völlig überteuerte Holzschnitt-Darstellung von der Nordschleife. Sieht doch. Völlig überteuerte Holzschnitzdarstellung der Nordschleife. Du, also Tobi, wir würden es alle kaufen. Aber cool aus. Dann habe ich hier meine Wandhalterungen für die Lenkräder. Das ist ein rundes Lenkrad, ein Rund von Denso aus dem Simrace Shop. Das ist auch gut, das will. Und dann mit einer Asher Buttonbox an einem Asetec QR. Funktioniert wunderbar.
Das Lenkrad eignet sich super für klassische Autos, fürs Rallye-Fahren. Ja. Genau, aber gerade dabei, dass ich mir auch so ein Retro F1 Lenkrad baue. Ich hoffe, ich nehme jetzt den Mund nicht zu voll damit, aber ja, schauen wir mal, ob es was wird. Und ja, das ist mein Rig. Und ja, an der Stelle, ich hoffe, das war ein interessanter Einblick. Ich muss schauen, dass ich was finde, wo ich nicht überbelichtet bin. Und auch in die Kamera schauen. So, ich hoffe, der Einblick hat gefallen. Übrigens ist euch auch gefallen, dass das Video komplett ohne Schnitte ist. Das ist wirklich komplett frei eine Rig-Tour gerade an einem Stück. Wie gesagt, es werden Detailvideos folgen zu jedem einzelnen Teil am Rig. Freue ich mich jetzt schon drauf. Und da ist nicht, also bis nahezu fast nichts mit A, U. Das ist wirklich frei weg. Das ist eine ganz, ganz starke Leistung. So ein geiles Hobby, geiles Thema. Macht mir Spaß. Mir macht das Basteln am Rig genauso viel Spaß wie das Fahren. Manchmal das eine mehr als das andere. Kommt immer darauf an, wie die Laune gerade ist. Und manchmal hat man ja so Tage, da setzt man sich ins Rig und fährt dann 2-3 Runden und merkt da schon, hey, das wird halt gar nichts. Naja, und so ist es auch ein bisschen mit dem Rig basteln. Da fängt man irgendwas an, hat eine Idee, versucht die umzusetzen und merkt dann, scheiße, wird gar nichts. Mhm. Und dann am nächsten Tag bei irgendwelchen alltäglichen Sachen auf dem Klo fallen einem dann die besten Sachen ein und auf einmal, hey, das mache ich so oder so. Und dann, ja, schönes Hobby auf jeden Fall. Na dann, auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch gefallen. Fragen und Anregungen immer gerne in die Kommentare. Däumchen nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Servus. Tschüss, Tobi. Chat, tut mir mal einen Gefallen. Das ist jemand aus unserer Community. Verschenkt ein bisschen Liebe, Chat. Das muss ich mir speichern. Sein Kanal. Abonnieren. Yes. Was hat Tobi denn so für Videos gemacht schon mittlerweile? Videos. DIY Retro F1 Lenkrad. Oh, Tobi hat aber schon ein paar Videos gemacht. Ja, ich lasse mich überraschen. Mal gucken, was Tobi, bei Tobi alles so rauskommt.